The charming way to fly. Das ist normalerweise das Motto der Austrian Airlines. Doch ob es in Hinkunft tatsächlich für alle Passagiere der Austrian Airlines so richtig charming werden wird, das werden wir sehen. Denn der Chef der Fluglinie, Alexis von Hünsbrüch, der hat in einem Interview mit dem Branchenmagazin Aero Telegraph verlautbaren lassen, dass es in Hinkunft zwei Lebensrealitäten geben werde für die Passagiere, nämlich für die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Zahlreiche Fluglinien, die haben ja bereits in Erwägung gezogen, eine 2G-Regelung auch durchzuführen, also für Genesene und Geimpfte. Und der Auer-Chef, der kann sich durchaus vorstellen, dass man hier mitziehen werde. Er sagt, die Pandemie, die hätte schon viel schneller beendet werden können, wenn sich die Menschen tatsächlich auch impfen lassen. Einen Vorstoß dazu hat es ja bereits im vergangenen Jahr gegeben, und zwar von der australischen Fluglinie Qantas. Die hat schon, als es noch gar keinen Impfstoff gab, verlautbaren lassen, man möchte hier nur mehr Geimpfte bei internationalen Flügen auch mitfliegen lassen. Dazu ist es ja seit Mai auch gekommen, und Ähnliches wird wohl auch für Europa überlegt. Von Hönsbrüch, der sagt des Weiteren, dass man von seitens der Auer auch sehr gut gerüstet sei für den Herbst und natürlich auch für den Winter, also sollte es zu weiteren Einschränkungen kommen. Die Austrian Airlines hätte hier an und für sich eine sehr gute Auslastung, gerade auch was Geschäftsflüge anbelangt. Aus den USA oder Flüge in die USA wird es ja dann auch wieder geben ab November, und auch aus Asien erwartet man sich hier dann auch seitens der Austrian Airlines wieder regeren Zulauf der Passagiere.